hier mit dem Boot gef... Oder ist ein Block 1 Meter? Weil dann ist es schon recht viel. Keine Ahnung. Sprünge 6000. Okay, das könnte dann schon hinkommen. Schaden zugefügt 3158. Schaden erlitten 622. Also wir sind eigentlich recht gut. Tode 6. Tiere gezüchtet 4. 212 Kreaturen getötet. Trichter durchsucht 19. Pflanzen eingetopft 13. Öfen benutzt 168. Wegbänke benutzt 155. Truhen geöffnet 256. Im Bett geschlafen 26. Alter, das ist aber schon recht viel. Abgebaut. Wow. Alter Schwede. Also, diese Statistiken, wirklich. Die interessieren mich mal wirklich von Gronks über 1000. Oh, hier steht sogar, wie viel? 9 Creeper, 33 Skelette, 16 Spinnen, 70 Zombies, 1 Enderman, 62 Schweine, alter Schwede. 4 Schafe, 4 Hühner, 4 Tintenfische, 8 Pferde. Wie diese Statistik bei Gronks Let's Play, also Gronks Minecraft Let's Play da von damals, wie diese Statistik wohl aussehen würde. Also, die wäre bestimmt richtig geil zu sehen. Weil ich glaube nicht, dass das wenig ist. Also, das glaube ich auf jeden Fall nicht. Wir brauchen auf jeden Fall mal mehr Weizenkörner. Okay, weil wir haben wohl Hühnchen, ja. Aber die Weizenkörner kommen nicht hinterher. Oh, ich habe jetzt gerade eine Nachricht. So. Ja, was wollte ich? Genau, ich wollte meinen Zaubertisch jetzt mal irgendwo hinstellen. Am besten stellen wir das Ding hier. Nein, Quatsch. Stellen es natürlich schon drinnen auf. Wo denn am besten? Eigentlich wäre er hier, aber da steht das Bett. Wir können das Bett allerdings auch woanders hinstellen, so ist es ja nicht. Allgemein haben wir ein riesen Chaos. Ich müsste mir demnächst mal so ein Zimmer einbauen, oder? Scheiß drauf, setzen wir es erstmal hier hin. Sudali! Ein bisschen Lazuli, ja, da haben wir auf jeden Fall genug von. Alles Schwede. So, unser Schwert sieht jetzt nicht wirklich danach aus, als würde sich das lohnen, dass ich das enchante. Spitzhacke. Effizienz haltbar und Effizienz 2. Naja, wäre die Spitzhacke noch total in Ordnung, würde ich es machen. Aber da lohnt sich ja jetzt nicht wirklich. Was sagt denn die Diamantspitzhacke hier vorne? Boom. Effizienz 1. Naja. Naja. Ist jetzt echt nicht wirklich das Wahre. Also wir brauchen auf jeden Fall scheinbar hier Bücherregale. Da kommen wir aber nicht rum, dass wir da was Anständiges kriegen scheinbar. Wie viel können wir denn machen? 1. Mit einem kommen wir wahrscheinlich echt nicht weit. Erst rein theoretisch müsste ich da irgendwas anstellen. Was nicht so toll wäre für die Tiere, die da hinten leben. Ja. Überlegen. Vielleicht neue Tools machen. Das wäre vielleicht auch schon mal eine Idee. Ben und dann nach draußen gehen, weil ich habe keinen Bock nach draußen zu gehen, ohne irgendwie, dass es tags ist, dass ich da wenigstens denen den Arsch aufreißen kann, was mir da irgendwie entgegenkommen könnte. Oh, da geht schon der Scheiß durch. Okay, das sollte ich vielleicht doch nicht machen hier. Das ist das. Bekomme keine EP. Aber gut, so schlimm ist das nicht. So, wir haben Zeug. So, Spitzhacke. Machen neue Spitzhacke. Eine neue Axt. Eine neue Schaufel. Obwohl, die geht eigentlich sogar noch. Aber wir machen trotzdem eine neue.
Dann machen wir ein neues Schwert. Alles klar, aber nicht so viel. Das reicht, ja. Zack, zack. Bannschärfe, gut. Schärfe 1. Ja, einen Schaden halt mehr, gut. Effizienz. 1. Ja. Gut. Ist halt effizienter. Effizienz. Hätten wir auch direkt mit meinen EP nehmen können. Effizienz oder Haltbarkeit. Effizienz oder Haltbarkeit. Okay. Jetzt sind wir Level 28. Was macht denn das Buch? Was will das Buch denn? Schutz. Nemesis der Gliederfüße. Nehmen mal das. Schärfe. Schusssicher, Wasseraffinität. Ein Schärfe 1 Buch. Effizienzschutz, Schusssicher. Effizienzbuch. Stärke, Schutz, Effizienz. Effizienzbuch. Okay, wenn wir die beiden Effizienzbücher hätten, wir Effizienz 2. Komm, scheiß drauf. Haltbarkeit, Effizienz. So, dankeschön. Ich hätte gerne einen Amboss. Ich glaube, man braucht drei verdammte Blöcke, glaube ich. Ja, scheiße. Ja, da haben wir den Salat. So, Amboss. Boom. Effizienz. Buch mit dem haben wir Effizienz 2 Spitzhacke, Schärfe, wie viele Diamanten haben wir noch? 4. Weißt du was? Gönnung angesagt. Diamantschwert. 7 Angriffsschaden, okay. Schärfe 1, sehr gut. Wir machen uns hier erstmal OP-Gear. So. So, das die Schärfe 1 mit dem Schärfe 1 Buch wird schon mal Schärfe 2. Ja, ich glaube, das war sogar schon. Wir haben einen Bogen noch. Stimmt, wir haben noch einen Bogen. Wie sieht der aus? Der sieht noch okay aus. Nutzen wir den auch. Wenn wir da jetzt Unendlichkeit kriegen, das wäre der Wahnsinn. Da. Stärke, Haltbarkeit, Stärke. Stärke. Na gut. Haben wir Faden? Wir haben Faden auf jeden Fall. Faden. Machen wir noch ein paar neue Bögen. Machen wir 2 Stück. Oh, wir haben gleich keine Level mehr. Ich merke schon, es wird teuer. Gut. Aber damit müssen wir leben. So, noch 2 Bögen und dann haben wir, glaube ich, das haben wir rausgeschissen. Gut, ich nehme nur Stärke. Nur Stärke. Wie teuer wird das? 2 Level. Stärke 2 Bogen ist auf jeden Fall schon mal stark. Im wahren Sinne des Wortes. Komm, weißt du was? Wir hauen einfach die EP jetzt weg. So. Stärke, schon wieder nur Stärke, okay. Stärke und Stärke 1 macht Stärke 2. Und Stärke 3 Bogen. Wir brauchen ein Unendlichkeitsbuch, das wäre halt jetzt richtig nice. Puh, warte mal, jetzt ist das Flamme für. Ja gut, das ist auf jeden Fall für den Bogen. Wie viel. Federn. Wir haben 5 Federn und. Warum ist hier Kohle? Feuersteine. Wo sind die Feuersteine? Feuerstein.
Da, 8 Feuersteine, das sieht doch schon mal gut aus. Alter, der Boss ist fast im Arsch. Mach keinen Scheiß. So, das erste Mal Pfeile selbst gecraftet, heilige Scheiße. Aber der Stärke 3 Bogen sollte schon zerfetzen eigentlich. So, brauchen wir jetzt noch 5 Level mindestens. Und der Bogen würde schon minimal abgehen. Habe ich jetzt gehört. So, heißt das Schrottzeug jetzt erstmal verwenden. Dann gehen wir in die Hölle. Also, ja, mehr oder weniger Hölle. Gehen wir mal in den Nether. Und holen uns ein paar Level. Um wieder ein bisschen zu enchanten. Weil jetzt beginnt der Spaß erst. So, ein Level hätten wir schon. So. Hoffen mal, das war jetzt nur eine. Okay, wir werden schon anvisiert. Nett ausgedrückt. Ich finde das ja hier ist ziemlich kritisch immer. Problem. Das Gute daran ist, kann man natürlich auch als Pussy-Mode noch hier ja, beleidigen, was auch immer. Bezeichnen, da ist das richtige Wort. Aber ich habe immer ziemlich hart Schiss. Lol, was ist denn das jetzt gewesen? Wegen der ganzen Lava hier überhaupt in den Nether zu laufen. Kann man sich kaum vorstellen, wieso, oder? Okay. Da hau ich mir. Das hau ich auf jeden Fall mit der Hand weg. Wir legen uns auf jeden Fall nicht mit den Viechern hier an. Auch wenn sie eigentlich gutes Zeug droppen. Hopp. Okay. Ich werde auf jeden Fall Selbstmord beginnen, weil zurückfinden werde ich nicht. Wäre ja geil, wenn wir direkt eine Festung finden. Ach du Scheiße. Okay, da kriegen wir auf jeden Fall nichts. Ja, Netherrack. So. Also nicht Lapislazuli, ich will Glowstone haben. Ich glaube, in Zukunft werde ich Schrott-Equip mit einem Level nur enchanten, weil ich glaube, das untere ist es letztendlich das gleiche. Nee. Ey, das ist echt nicht witzig. Das ist echt voll doll, Alter. Oh, yeah. Die Rüstung macht auch nicht mehr lang mit. Oh Mann. Okay, das nehmen wir mit. Und ab die Boss wieder zurück. Wir haben 6 Level gerade mal. Wir haben es nicht wirklich weit geschafft. Oh Mann. Wir würden gerne bleiben. So. Alles klar, die EP haben wir bekommen. So, nehmen wir mit. Das Gute daran ist, ich hatte Angst jetzt gehabt, dass das Ding, dass die auch gleich platzen. Weil ich war so selten außerhalb eines Modpacks hier in der Hölle, dass ich echt Schiss hatte, dass ich echt vergessen hatte, dass das nur vom Modpack her ist, dass die Dinger explodieren. Gut, dass sie es nicht wirklich tun. Weil an sich Quarz kann man ja gut gebrauchen, ist cool. Sieht cool aus, das Zeug.
Wow, hier ist ganz schön viel. So. Ich weiß, mit Keep Inventory ist das ein bisschen scheiße, aber ich will so spielen, weil so behalte ich den Spaß am Spiel. Deswegen jammert woandersrum. So. Was haben wir denn da hinten? Oha. Na, das will ich auf jeden Fall haben. Aber das Glowstone. Was, glaube ich, ein bisschen scheiße zu erreichen ist. Und sie schreiben schon wieder an. What the fuck? Da, guck mal. Jetzt haben wir nur ein bisschen von dem Zeug abgebaut und wir sind schon wieder auf Level 13. Heißt, wir können rein theoretisch wieder 13 Sachen verzaubern. Ohne uns da Sorgen machen zu können. Müssen. So. Und jetzt kommt... da. Oh ja. Es geht schneller. Endlich. Was allein schon Effizienz 1 ausmacht, das ist so unglaublich. So, lale. Das sieht doch schon mal gut aus. So, heißt unser Stärke 3 Bogen bekommt bald noch Flame dazu, also Flamme. Alter Schwede, der ist, der ich glaube, damit kann man dann so dezent ein Skelett mit einem Schuss wegholen. Weil auf normal haben die Gegner zwar jetzt nicht viel Leben, aber auch nicht wenig. Und ich schätze mal, dass es mit einem Stärke 2, was hatten wir jetzt? Stärke 3 oder Stärke, ja, Stärke 3 Bogen. Sollte das eigentlich schon möglich sein, dass wir die wirklich mit zwei Schlägen wirklich umnetzeln. Da fängt auch der Part an, wo auch das Kampfsystem Spaß macht. Wenn man verzaubert und die Macht ausnutzt, die einem die EP schenken. So, und da wir gerade in der Hölle sind und sowieso EP ohne Ende kriegen, ist das auch ganz schön nett. So. Ich auch gerne, wie gesagt, Glowstone. Holen wir uns das da. Das sieht doch ziemlich gut aus. Ja, du kannst auch verschwinden. Ich meine, wir könnten Granaten mitnehmen letztendlich. Also, Bettgranaten. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so nice wäre jetzt. So, ich will an das Glowstone ran. Wir sind zu weit weg. Ja, zu weit weg und wir fallen erstmal runter. Ja, richtig geil. Das nennt man ein Pro. So. Vielleicht Schild ausziehen, weil das blockiert gerade echt die Sicht. So. Und jetzt nehmen wir das mal mit hier. So. Dann sind wir jetzt gleich schon wieder Level 20 und haben jetzt ein bisschen Glowstone. Okay, was sollen wir rausschmeißen? Fängt das schon wieder an? Ne, da. Zeug da. So, hier unten ist nämlich jetzt ganz viel Glowstone Dust. Okay, ein Stack haben wir da auf jeden Fall schon mal drin.
So, 17 Glowstone. Das klingt nach einer netten Anzahl. Okay. Vielleicht echt eine Festung suchen, das wäre ja cool. Ich glaube, XP kriegen wir ja genug. Festung wäre natürlich eine richtig geile Sache jetzt.